Taxifahrer rettet Kinder aus brennendem Auto. Ich sage jetzt, was ich mir damit vor. Wir hatten eigentlich vor damit. Kennt ihr den noch? Willkommen bei der KZ. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Unser WS211-220 Diesel. Ja, den gibt es ja auch noch, aber nicht mehr lang. Jetzt kommt einer, der guckt sich den an. Guck mal, wie der läuft, Leute. Wie der läuft hier. Wir haben ja noch diesen Taxi, da wo wir eine Rallye gefahren sind. Und da kommt gleich der Ritwan. Wer ist Ritwan? Was macht Ritwan? Warum will er dieses Auto haben? Werden wir uns einig, wird er es kaufen oder nicht? Werden wir sehen. Jetzt gehen wir erstmal tanken. Der ist auf dem Weg hierhin. Der müsste auch gleich da sein. Ich habe den Wagen ja zum Verkauf angeboten und danach haben sich natürlich viel gemeldet. Da war ich auch überrascht. Also Tachostand steht ja knapp 650.000, aber haben ja beim TÜV gesehen, dass der hier runtergedreht wurde. Und wir wissen nicht den genauen Kilometerstand, aber wir vermuten, es ist mehr als eine Million. Wir haben den ja fertig gemacht für die Rallye, haben echt sehr viele Teile erneuert. Alle Gelenke vorne, hinten, Reifen, Radlager, Einspritzdüsen, Turbolader, Partikelfilter haben wir gereinigt. Könnte bis morgen früh noch aufzählen. Wir sind ja damit durch die Alpen gefahren, Rallye gefahren und war super. Verbrauch ist unglaublich. Ich meine, alles funktioniert an diesem Auto. Ja klar, ein bisschen Geld muss man immer reinstecken bei so einem Auto, ist klar. Und das weiß der Rittmann ja auch. Ein Auto habe ich schon verkauft. Das könnte der zweite sein, sagen wir mal so. Ich finde die Abdeckung so geil. Passt auf jeden Fall nicht, ihr müsst hier was kaputt machen. Sonst passt ja eigentlich Plug and Play drauf, nur die Stelle passt nicht. Aber wenn ihr das macht, dann sieht es so aus. Ja, Servoöl verliert ja ein bisschen hinten. Differential macht der Geräusch. Ja, ab und zu die Airbag-Leuchte brennt. Da müsste man sich mal schauen, dass man echt ein Kabel da lötet. Aber das weiß der Ritwan, habe ich schon alles gesagt. Da ist der Ritwan und Dalin. Erzähl mal. Ja, was soll ich erzählen? Ich bin Taxiunternehmer aus Alpen, kleines Dorf in Nordrhein-Westfalen. Ja. Ich betreibe das Taxiunternehmen schon seit 8 Jahren. Mhm. Hab dann auch den Sterbefall übernommen, war selber früher Fahrer. Mhm. Und ich verfolge ja aufmerksam deine Videos. Ja, habe ich gemerkt. Er kennt alle Videos. Wahnsinn. Sogar die, die ich verdrängt habe. Und wie gesagt, mir ist direkt ins Auge gefallen, dass er direkt an den Mercedes alles erneuert hat. Mhm. Mein Interesse geweckt und ich habe halt nur gewartet, dass der Projekt zu Ende ist, dass ich zuschlagen kann. Du hast ja auch immer wieder kommentiert, hast gesagt, ey Jungs, wenn du den verkaufst, sag Bescheid. Das haben natürlich auch andere gemacht, aber Ritwan hat mich dann direkt angerufen, also das heißt mich, Mitarbeiter angerufen und hat gesagt, ey, wenn Jungs habe das Auto verkauft, dann soll er mich anrufen. Er hat mich direkt angerufen, hat gesagt, so und so, hier die Nummer, ruf an, habe ich angerufen, Ritwan, so und so. Und meinte ich so, wann sollen wir das machen? Also nach dem Urlaub, ich muss sagen, mach in Ruhe deinen Urlaub. Und danach, ja, jetzt bist du hier. Jetzt bin ich hier. So. Nimm das Schätzchen mit. Und du nimmst das sofort direkt mit. So ist es. Also sagt Jonas, das hast du ja gemacht. Ja, ja, so kenne ich alles. Also er hat sich gar nicht angeschaut. Er hat nicht mal angemacht. Ich weiß, dass halt alles neu ist. Unten herum, oben, oben. An der Lenkung. Ja. Und, die Motoren laufen ewig, da brauche ich mir keinen Kopf machen. Aber hast du jetzt nicht Angst, weil der ja, weil wir im TÜV ja gesehen haben, dass er mehr als diese 650.000 gelaufen ist, hast du da keine Angst, dass der jetzt, ich sag mal, du kaufst den und der geht nach einer Woche kaputt oder so? Hast du da keine Angst? Also du hast ja so viel erneuert, ich gehe mal nicht davon aus, dass der jetzt irgendwas kaputt geht. Und wenn irgendwas kaputt geht, dann weißt du selber, ja, kaufst du den neuen Motor, gehst zu Yunus Abi und der baut den neuen ein. Also der wird als Taxi weiterleben, ne? Mittwoch werde ich den zu meinem Uhrenmacher bringen, der wird dann die Uhr programmieren. Ja, da kommt der Tarif aus dem Kreis Weselau. Also weil wir haben jetzt 4,10 Euro, stimmt das? Aus 4,10 Euro Anfahrt, also bei uns im Kreis ist 5,90 Euro Anfahrt mittlerweile. Ah, okay. Tagsüber 2,70 Euro und nachts 3 Euro der Kilometer. Jetzt erzähl mal, was ist dieser Zuschlag? Der Zuschlag? Ja, das interessiert mich. Also alle meine Freunde kriegen das, aber erzähl mir mal, was das ist. So, ich mache jetzt mal ein Beispiel an dieser E-Klasse hier. Ja. Den gibt es auch noch mit 2 Sitzen im Kofferraum. Aha, den, ja, okay, den, aber der ist nicht so, ne? Nee, der hat jetzt diese Sitze nicht. Okay. Und wenn du da dann halt 2 Leute hättest, hinten noch mehr mitnehmen als Großraumtaxi. Dann nimmst du diesen Zuschlag, das ist die doppelte Anfahrt. Was mich natürlich sehr, sehr freut, dass der als Taxi weiterlebt. Der Vogel nennt sich da, der kommt dann hier rauf. Dann kannst du im Bordcomputer ein- und ausschalten und über die Uhr steuern. Den als Taxi umzubauen, was kostet sowas? Das muss ja heilen Geld seit, kosten. Seit 2014 geht das nicht mehr. Du kannst keine gebrauchten Fahrzeuge mehr als Taxi umrüsten. Okay, was hat er davor gekostet? Davor? So ungefähr.
wenn du einen guten Kollegen gehabt hast, 1000 Euro. Und wenn du alles offiziell gemacht hast, so 3000. 3000 Euro? Also ja. Mit neuer Uhr. Also da kommt ja nicht nur die Uhr rein. Es kommt eine Uhr rein, es kommt eine Alarmanlage rein, es kommt ein stiller Alarm rein. Mhm. Die Alarmanlage hat der auch. Ja, nee, da kommt eine besondere rein. Ja doch, der hat diesen Knopf. Ja, also der hat diesen, weil ein Taxi ja. Achso, ja, ja. Das haben nicht alle. Ah, okay. Wie gesagt, dann hast du den stillen Alarm, da blinkt nur der Vogel, dann hast du den lauten Alarm, da blinkt alles, der macht auf sich aufmerksam. Aber oh, der blinkt aber sowas von. Sehr interessant. Wann, du kommst aus den? Aus Alpen. Und wir fahren jetzt nach Alpen. Mhm. Und ich freue mich jetzt damit zu fahren. Dann sehen wir uns gleich. Einer fährt mit dem Mercedes, sie will nicht mit dem Audi fahren. Warum wohl? Also wir haben uns einen Preis geeinigt, womit beide mitleben können und ich finde es okay, euch leben und leben lassen. Weil ich kenne das ja selber, ich bin ja auch selber sehr oft am Handeln, Machen und Tun. Das Auto wird wieder als Taxi leben und deswegen feiere ich das. Und da komme ich auch gerne mit dem Preis entgegen. Wie war die letzte Fahrt mit dem Mercedes? Der ist gut gefahren. Also der hat schon viele Autos, hier hat auch noch zwei stehen, da hat er noch zwei stehen. Draußen waren noch welche. Ritwan kriegt natürlich auch ein paar Sachen von mir. Öl kriegt er für den nächsten Ölwechsel. Dann haben wir hier Bremssattel hinten nochmal, neue Wasserpumpe, Umlenkrolle, Spannrolle und. ABS-Sensor, boah, weiß ich nicht, das sind so viele Sachen, kann ich gar nicht aufzählen. Und was er auch noch von mir kriegt, ist die Kühlbox. Kann ich euch nur empfehlen. Ehrlich, richtig geil. Was ist das für ein Auto? Honda Civic Type R GT. Naja, so Honda ist jetzt nicht, oh, was für eine Bremsanlage ist das denn? 8 Kolben Bremsanlage. Okay. Wie viel PS hat der? Der hat Serie 350. 350, also ist das so, ich sag mal, MS-Style von Honda, oder? Ja, damit kann man so die Ms und S ärgern, ja. Krass, also der sieht geil aus. Also ich kenne mich echt mit Hondas nicht aus, aber der sieht echt schon geil aus. Muss ich sagen. Und ich habe gehört, du willst ja damit noch nach Mitje? Ja, Mitje sollte mal ein bisschen gucken, was da so funktioniert. Was da so geht, meinst du? Ja, ich selber habe so ein Kit dafür, um das zu programmieren. Ich habe dann auch 420 bekommen. Mhm. Aber halt laienhaft alles, ne? Okay, dann soll schon mal ein Profi da mal rüberschauen, ne? Ja, ich habe meine Videos verfolgt. So, ich habe da ein oder andere hier abgestellt, ne? Das ist nicht so gut. Und bevor der mir in die Fritten geht, soll der da mal drüber gucken und... Ganz wichtig, also Software hast du ja mit meinem Audi mitgekriegt, was sie da gemacht haben, ne? Das war ja unglaublich. Da bin ich wach geworden, da habe ich mir gedacht, ja, so, ja, da soll also mal rüber gucken. Das ist nur zum Kopfschütteln, also Wahnsinn, was die Leute da machen. Und das ist kein Einzelfahren, also mit dir sagt, ach, das sehe ich im Monat 10 Mal, sagt er. Meine paar Taxis, ein paar haben die Mitarbeiter schon mit nach Hause genommen, das sind noch nicht alle. Ja. Du siehst, da mein Vito, da mein Ersatzteillager. Ja klar, wenn da mal was ist, kannst du ja, hier nehmen, ne? Kaufe ich die so, pack die auf den Trailer und wenn ich was brauche, brauche ich das aus. Ja, das ist ja richtig so. Als Taxiunternehmen muss man ja gucken, wo man spart, ne? Richtig, man muss gucken, wo man bleibt, ne? Ja, ja, klar. Also was ich selber machen kann, mache ich selber. Bremsen und große Sachen, da habe ich mal eine Werkstatt für. Ja, ja, klar. Ich sag ja nur. So, wenn jetzt einmal, ist so, passiert immer oft, ne? Stoßstange geht kaputt. Dann hat man hier, zack, Stoßstange drauf, lass den neu verlieren. Dann hat man mal einen Tausender gespart. Ich zeige dir mal mein Büro, das ist super groß. Super groß, ironisch gemeint. So, mein Ersatzteillager. Ach, siehste, Leute, guck mal, siehste. Hast du ja das richtige Auto gekauft. Ne? Was sehe ich denn hier? Nur Febi-Sachen. Okay, das Tier können wir vergessen, aber das ist hier richtig. Ja. So muss das sein, Ritwan. Ja, dann habe ich da meine Hall of Fame, so alle, die geblitzt wurden. Geil. Taxifahrer rettet Kinder aus brennendem Auto. Und da ist Ritwan. Erzähl mal die Geschichte. Ich war Norddeich, 31, Schüttorf zurück von Norddeich. Vor mir brennt eine A-Klasse, oder beziehungsweise qualmt. Und ich habe dem das so gezeigt. Er hat mir signalisiert, er kann nicht bremsen. Ich wollte erst, wie bei der Abend für Cobra 11, wollte ich vor ihm und dann den mitbremsen. Aber ich habe mir gedacht, bevor ich was falsch verstanden habe und er denkt, ich bin dumm, habe ich gewartet, bis er sich ausgeholt hat. In dem Moment, wo er zum Stehen kommt, fängt das Auto die Flammen fangen an, auszuschlagen. Ach du Heilige. Eine stabile Frau steigt vorne aus, sagt, meine Kinder. Da habe ich hinten aufgerissen, das erste an meinen Halsgang, der zweite durch die Anschnalle raus. Habe die hinter mein Taxi gestellt und dann habe ich mich umgedreht. Der Mann hatte Schockstarre, dann habe ich den noch rausgezerrt. Und als er dann draußen war, keine 5 Sekunden später, war alles schon lichterloh am Blenden. Boah. Die 31 ist eine dicht befahrene Autobahn, keiner hat angehalten außer mir. Keiner? Nicht einer. Da steht auch noch im Zeitartikel, dass ich der Einzige war. Ja, und dann als die Feuerwehr kam, habe ich gefragt. Ich sage immer, wie sieht das aus? Ich sage, soll ich weiter wegfahren, bevor das Auto platzt? Sagt er, nein, da platzt noch 5-mal, 4-mal die Reifen am Auto und einmal im Kofferraum. Sagt er, da platzt gar nichts. Hm. Also ein brennendes Auto kann nicht explodieren. Respekt. Hast du immer noch Kontakt zu denen? Die schicken einmal mehr Blumen. Instinktweise hast du da geholfen, aber viele
hätten einfach Angst, ne? Wie gesagt, ich bin ein Mensch, wenn ich was sehe, dann muss ich eingreifen, zugreifen. Also ich kann nicht tatenlos dann vorbeifahren. So, auch wenn ich mal was habe, möchte ich, dass mir geholfen wird. Deswegen versuche ich da so viele Menschen wie möglich weiterzugeben. Ja, Respekt auf jeden Fall. Wahnsinn. Und darum hängt noch mein Hobby. Die Firma gehört meinem besten Freund. Cool, cool. Ja, und hier ist halt die EDV, ne? Halt, wo alles über die Buchhaltung, wo die Rechnungen übergeschrieben werden. Ja, das ist aber so typisch Taxi-Unternehmen, ne? Mein Funkgerät. Ja. Wie gesagt, größer ist so eine Taxizentrale. Nicht nächste Woche, oder nach der Woche werde ich dir die ersten Bilder schicken. Ja, bin ich auch mal gespannt. Und dann Kreis Wesel, hier Alpen. Richtig. Wird der im Einsatz sein? In den Alpen. Wirst du den fahren oder ist ein Mitarbeiter oder wer wird den fahren? Also ich denke mal, den werde ich fahren. Ich habe leider, wie du da siehst, ist ein Mitarbeiter von mir. Ich habe einen neuen Passage, der ist ein Jahr alt, der ist rückwärts reingefahren. Ach du Heilige. Ja, 17.000 Euro Schaden am Auto. Ja, Garage brauchen wir nicht reden, ne? Nein, die Garage ist der kleinste Übel. Aber das passiert, wenn man Mitarbeiter hat. Die hat einmal mit Vollschwung von der Garage aus so da rein, war am Träumen. Danke, die Gute. Kennt ihr auch eine? Die macht auch dauernd Unfälle. Warum fühlst du dich da angesprochen? Ich weiß, dass du mich ansprichst. Nein! Es gibt ja auch andere bei uns, oder nicht? Du bist einer. Papierkram erledigt, genau. Also ich freue mich, dass das Ding weiterlebt. Und ich hoffe mal, dass du viel Spaß dran hast. Ein paar Ersatzteile hast du ja mitbekommen. Und wenn nicht, weißt du, viele die Sachen sind günstig. Ja, also, zwischen Wesel und Mörs. Genau. Und da bin ich mal gespannt, ob der eine oder andere dieses Auto wieder erkennt. Und mitfährt. Na, und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was meint ihr? Ist das die richtige Entscheidung, dass er als Taxi weiterlebt? Also ich finde, ist die beste Entscheidung. Beste Entscheidung. Du hast ihn wieder zum Leben erweckt und ich fahre ihn jetzt weiter. Hast du das erste Video gesehen gehabt, wo ich den gekauft habe mit den Schnecken und so? Eidosch weiß das ja auch. Eidosch hat gesagt, nee, da steige ich nie ein. Ja. Das ist das Wahnsinn. Aussah, ja, ne? Aber auch danach, wie der lief. Ey, wir haben eine Minute gebraucht, bis er angesprungen ist. Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Ja, wir dachten auch, ob da jetzt Getriebeschaden ist, Motorschaden, wir wussten selber nicht. Und dann diese Radlager, die ganzen Querlenker und. Ja, da brauchen wir jetzt alles über keine Gedanken mehr machen. Ne, du kannst hier einsteigen, losfahren und du hast Ersatzteile genug da. Ich glaube, Verschleißteile wirst du überhaupt keine Probleme haben. So, Rüdwan, hast du noch was zu sagen? Vielen Dank fürs Surviving. Nicht dafür, nicht dafür. Man sieht sich mal zweimal im Leben. Sowieso, du weißt ja, wo ich bin. Und wer weiß, vielleicht will ich dich irgendwann mal besuchen und dann irgendwo dich anrufen. Und sagen, ich brauche ein Taxi. Und dir wünsche ich viel Spaß damit. Dankeschön. Ja, den will ich echt vermissen. Ein letztes Mal hinschauen. Ja. Und das war ja ein Projekt, wo wir sehr viel Spaß hatten. Und es gibt ja auch eine Geschichte, ne, mit Phoebe und so. Wo wir dann unser Rennen damit noch gefahren haben. Das war schön. Ja. Aber Rüdwan ist ja auch ein super sympathischer Typ, muss ich auch sagen. Ist auch schön hier, ne? Ja, ich mag das so ländliche Gegenden. Ja. Ich sag jetzt, was ich mir damit vor. Wir hatten eigentlich vor damit, mit dir, Chris, Andreas von Artonium und ich in die Türkei und wollten den Mercedes von innen außen umbauen. Das wollten wir machen. Aber das Problem ist, ich bin jetzt mitten in der Dreharbeit, jetzt auch mit, echt, wir haben heute nur frei. Und dann bin ich nur am Dreh. Deswegen habe ich gesagt, ey, wir schaffen das nicht. Weil wir sind nur am Drehen. Weil ich bin jetzt am Drehen, danach bin ich für Fox am Drehen. Dann höchstwahrscheinlich wird sich das wieder ändern und ich werde wieder für ein anderes Format drehen. Aber das darf ich noch nicht sagen, für was. Deswegen glaube ich, dass ich bis Ende des Jahres nur am Drehen bin. Und dann machen wir YouTube, dann machen wir das, dann machen wir dies, dann habe ich eine Werkstatt. Das wird sehr, sehr schwer. Deswegen habe ich gesagt, nein, das kommt nicht zustande. Leider nicht. Ich hätte es gerne gemacht, ja. Und danach ist es verkauft. Aber das Problem wäre dann nur, es wäre kein Taxi mehr. Neidisch? Ja, das stimmt. Weil wir wollten AMG-Stoßstangen, wollten ein bisschen tiefer machen. Und so habe ich jetzt gesagt, ich verkaufe den so an einem Taxiunternehmen. Wie hat er sich Ich habe mich so an die Rallye erinnert. Immer wieder. Ja. Döner und Pizza. Viele Leute. Dann willst du was essen dort? Ja, Steakhouse. Alter, ich weiß für Steak. Gut, dass ich ein Auto verkauft habe. Ich will das Geld nicht dort ausgeben. Ja, du wolltest mich doch zum Essen einladen. Hast du nicht irgendwie sowas gesagt? Was für ein Essen? Wie kommst du da drauf? Du hast doch gesagt, du lädst mich ein, wenn du das Auto verkaufst. Wann habe ich das? Ja, ein Döner, aber nicht Steak. Steak ist doch gut. Hallo? Lass mal immer machen. Das hat nicht geklappt. Aber heißt nicht, dass wir sowas nicht machen. Lasst euch überraschen. Es wird irgendwann, ich sage euch nicht wann, aber irgendwann wird es so ein Projekt geben, dass wir ein Auto in die Türkei nehmen und fertig machen. Safe.
Die Farbe gefällt dir nicht? Nein. Ey, das ist der letzte Schrei. Was war's? Das hat gestunken. Das war ich nicht, Alter. Ich hab echt kurz gedacht, hat er nicht. Nein. Nein, wir sind ja ländlich. Hier hat's auch vorhin draußen komisch geworden. Ja, gemacht. Hallo. Das ist nichts von mir. Ja, keine Ahnung. Hallo, ich hab Sitzbelüftung. Sitzbelüftung. Also ich habe ja noch ein Projekt verkauft und jetzt habe ich den verkauft und für dieses Geld werde ich mir mein Traumauto kaufen. Dein Traumauto? Mein Traumauto. Nach meinem Audi A6. Ah, ja. Habe ich ja noch ein Traumauto. Ah ja. Und das werde ich mir holen. Aha. Und jetzt werde ich suchen und gucken, ob ich so einen günstigen finde. Weil die sind nicht günstig. Das, was ich mir holen möchte, ist nicht günstig. Mhm. Und danach, ja, werden wir bestimmt wieder 2-3 Monate mit dem gut verbringen. Weil günstig, ich muss ein günstiges finden, weil der wird natürlich ein bisschen viel Kilometer haben. Oh, schon wieder ein Taxi? Airosch, hast du noch was zu sagen? Nein. Ich habe auch nichts zu sagen. Und ja. Dann sagen wir mal Tschüss, oder? Ich sage Tschüss. Auf Wiedersehen. Rechnet mit allem, außer mit Urlaub. Also ich bin nicht der einzige Verrückte, das ist schon mal gut. Diese geile Location, ne? Die Strecke sieht aber echt heftig aus, guck mal. Der Fiesta vor uns, der kommt nicht weiter, aber der macht auch eine Kontrolle, oder? Doch. Kupplung, die riech ich jetzt schon. Oh nein! Ja, haut auf. Was ist los? Keine Ahnung. Sieht der nicht? Sieht jetzt auch nicht. Was soll ich für Apple? Okay. Du kommst ja richtig raus, ey. Ja. Du bist ja jedes Jahr, glaube ich, dabei. Kannst du mal was erzählen? Sind die Leute hier nett? Wahnsinn. Ja, das ist Hammer, ne? Hier. Was denn? Zusammenhalt. Ja, definitiv. Ja, finde ich auch. Tryna cross me in the mix, and big drivers hit that. These hoes ain't shit. Plotting on a nigga cause he rich. Then wonder why they call you bitch. Aber das kommt von den Bergen, ne? Italien ist chilliger. Ja, haben wir gesehen, chilliger. Ja, das ist das für ein Berg gewesen? Also ich habe alles von Phoebe eingebaut hier, Airosch. Ja. Bremsen, Gelenke, Laplager. Ich sag dir, besseren Test gibt es nicht. Die haben mich nur zum Testen geschickt, habe ich das Gefühl. Halten die Sachen oder nicht? Ein Sujuk-Bremsentest machen. Und jetzt frag mich, warum wir ein Sujuk dabei haben. Oh, es brutzelt! Willst du mal irgendwie anhalten kurz? Hey! Pass auf, die Dinger sind aber nicht mehr so ganz hoch! Gehst du da rein? Nein, du fährst da nicht rein! Phoebe! Dankeschön!